Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Die Siedler 3. Wir mussten leider auf unser Safe-Game zurückgreifen, was schon fast eine halbe Stunde her war, seit dem Moment, wo wir es leider versaut haben. Tja, schade, aber ehrlicherweise muss ich sagen, selbst schuld, denn ich habe gepennt bei den Siedlern, nämlich im Sinne von bei den Wohnhäusern. Und deswegen werde ich dieses Mal diesen Fehler hoffentlich nicht machen. So, ich muss mir gerade noch einen kurzen Überblick verschaffen, wie der Stand war. Wir haben hier zwei Steinbrüche, die schon relativ weit weg von Steinen sind. Hier hinten haben wir einen Aufbau. Hier oben haben wir noch keinen gebaut, das kommt noch. Dann werde ich erstmal meine Diebesmeute hier rüberziehen, denn wir wissen ja, dass sich da links hier in etwa ein wunderschön großes Lager der Ägypter befand. Mit ganz viel Zeugs. Das werden wir diesmal weiter wegbringen als hier. Das werden wir näher hier ranbringen. Damit wir auch was davon haben, ne? Sonst ist hier irgendwie witzlos. Also hier hinten war Gold, da könnt ihr schon mal buddeln. Eine Sense fehlt, I know. Du findest keine Steine mehr. Kümmere dich mal da hinten um die paar Klötze. Wir müssen halt echt aufpassen, dass wir möglichst zeitnah schon anfangen, weitere Soldaten auszubilden. Aus dem einfachen Grund, dass der Ägypter uns beim letzten Mal so fies wegteleportiert hat. Und am besten wäre es dementsprechend, wenn er gar nicht erst angreift. So, packen wir euch mal mit dazu. So. Da ist besagte Landesgrenze. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wo genau was war? Der hatte hier oben, glaube ich, erst so ein Lager mit ganz vielen Waffen und weiter unten hatte der noch ein Lager mit ganz viel Kohle rumliegen. Jetzt weiß ich nicht, wo es mehr Sinn macht, nachzuschauen. Wir gehen einfach mal rein und gucken mal überhaupt, wo er hier ein Lager stehen hat. Da hat er zum Beispiel diverse Werkzeuge und Waffen. Ich weiß gar nicht, was ich ihm am ehesten mopsen möchte. Ich glaube, euch ziehe ich mal ab. Ihr guckt, dass ihr mal hier die Lücken schließt. So, und ich suche mal. Da ist die Kohle. Ich glaube, die werde ich mir als erstes krallen. In der Hoffnung, dass es was wird. Ja, ich weiß, zwei sind so viel. Habe ich beide schon in Auftrag? Ne, nur eine, glaube ich, ne? Ja, dann zweite Mal hinterher. So, zwei Steinchen, dann sind wir da auch endlich mal fertig. Och, nö. Ach, stimmt. Ich habe einen kleinen Fakt mal wieder dezent vergessen, dass wenn Diebe einmal aufgedeckt wurden, dass sie dann dauerhaft aufgedeckt bleiben. Das ist mir bei der letzten Aufnahmesession erst mal bewusst geworden. Und dieses Wissen sollte ich weiterhin im Hinterkopf haben. Ich gehe mal auf Risiko und schicke die jetzt mal hier durch, weil dann haben wir hier eine wesentlich kürzere Route. Und sind dann auch in einem Gebiet, was safe unseres bleiben wird. Soweit die Theorie.
Das sieht aber tatsächlich ganz gut aus. Wenn jetzt nicht gerade hier unten irgendwo noch Soldaten stehen, sollte der Weg safe sein. Was haben wir hier Schönes? Holzverleute. Ja, gut. Dann ist es auch nicht so zeitkritisch, diese Lücke jetzt zu machen. Da haben wir dann noch ein bisschen mehr Luft, weil wir jetzt hier eine sichere Route haben. Oh, da haben wir natürlich viele Bretter. Das wäre natürlich auch nice. Wenn wir da ein bisschen was mobsen würden. Wobei, ich sehe schon, Bretter haben wir langsam aber sicher wieder genug. Jetzt mangelt es aktuell eher an Steinen, aber Gott sei Dank ist hier jetzt bald der Steinmetz fertig. Dann sieht die Welt schon wieder etwas anders aus. Habe ich überhaupt schon Waffenschmieden gebaut? Nee, ne? Doch eine habe ich. Genau, hier unten war die. Habe ich schon alles eingestellt? Ja. Komm, machen wir die andere dann hier hin. Und wir richten schon mal Lager ein für Waffen. Das habe ich ja beim letzten Mal auch, glaube ich, schmerzlichst vernachlässigt, beziehungsweise sehr spät erst gemacht. So, nächster Beutezug bitte. Ran mit der Kohle. Spitzhacke fehlt auch noch. Ja dann, her mit der Spitzhacke. So, hier fehlen mir noch die beiden Sägewerke, ne? Ja, ich weiß doch, dass da eine Sense fehlt. Äxte fehlen jetzt auch noch. Ja, ganz großes Tennis. Ich mache erstmal ein paar Spitzhacken mehr. Dass wir an einen ein oder anderen Steinmetz noch zusätzlich herankommen, zum Beispiel hier oben. Weil aktuell sind ja einfach Steine nur unsere Mangelware. Hey, wartet mal. Stell ich mal kurz aus, denn da oben liegt ja noch jede Menge Werkzeuge und ich würde sagen, wir machen einfach mal eine etwas weiter entfernte Beutetour und gehen hier oben hin. Vielleicht stauben wir noch ein paar Waffen ab. Das wäre auch super. So, ich werde jetzt einfach mal übergangsweise dem Tipp eines Zuschauers folgen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Sorry dafür. Einfach mal mit einem mittleren Wohnhaus dazwischen grätschen und nicht mehr nur auf die großen warten, auch wenn das meinem Naturell widerspricht, weil ich liebe große Wohnhäuser, aber hilft ja nichts, wenn wir Ressourcenmangel haben. So, dann einmal bitte alles ablegen. Du auch? So, sehr schön. Und dann einmal bitte Werkzeug klauen. So, Gott sei Dank, die beiden Sensen kommen. Nicht, dass wir die jetzt so mega dringend gebraucht haben, aber ich bin froh, sie zu haben. So, Schwerter können aufgewertet werden. Sehr schön. So, verlagern wir schon mal dein Gebiet.
Oh je, das könnte böse enden. Weil da Soldaten stehen. Bin ich mir gerade unschlüssig. Muss ich im Auge behalten. Ich möchte die Diebe ungern hergeben. Können zwar neu holen, aber das kostet ja auch alles wieder Ressourcen. Oh. Ach nee, das ist eine Festung. Okay. Ah, Gott sei Dank. Dann klaut mal wie die Raben. So, und wer irgendwer meint, mit leeren Händen zurückgehen zu müssen. Genau so, Schwerter klauen. Im Zweifel. Okay, für euch ist nichts mehr da. Gut, dann ausnahmsweise dürft ihr dann mit leeren Händen zurückkehren. So, die zweite Eisenschmelze ist fertig. Wunderbar. Okay, das ist noch... Ah, wobei doch, jetzt ist hier Platz. Sehr schön. Planen wir das schon mal. Oh, shit, 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 shit. Oh je, oh je, oh je. Lauft, 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 lauft. Ah, da werden jetzt einige enttarnt werden. Bleib einfach weg, Mensch. Ja, das wird uns jetzt einiges kosten. Egal. Jetzt stecken wir eben drin, jetzt ist vorbei. Ich hoffe, der bleibt jetzt einfach weg, warum der Soldat hier gerade rumgurkt. Sehen wir natürlich leider nicht. So, das war jetzt leider ein bisschen teuer erkauft. Macht hier einmal die Lücke zu, damit da der Steinbruch bald kommen kann. Und siehe da, das Wohnhaus wird schon gebaut und es kommen auch schon Steine dahin. Sehr schön. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, was er da baut. Im Zweifel müssten wir einfach wieder hier oben über die längere Route gehen. Weil wenn jetzt hier Soldaten stehen, dann macht natürlich keinen Sinn. Was? Wo? Wer? Ach Junge! Was soll denn das? Wie viele Planierer haben wir überhaupt? Nur 8. Finde ich nicht gut. Müssen wir mal nachziehen. Dass wir so Ewigkeiten brauchen. Einfach mal querfeldein. Mal ein bisschen schauen, wer da so kreucht und fleucht. Das Lager ist auch bald fertig. Ah, sehr schön. Wir brauchen hier keine Steine mehr. Das heißt, das Wohnhaus steht gleich. Yay! Eine Sorge weniger. Vorerst. Ich habe noch gar keinen großen Tempel, ne? Fällt mir gerade mal so ganz dezent auf. Machen wir den da unten hin. Warum nicht?
So, ich bräuchte auf jeden Fall noch ein weiteres Eisenbergwerk. Hier hinten wäre, glaube ich, ein ganz guter Spot. Macht mal bitte da ein bisschen klarer, wo der beste Spot wäre. Yay, mehr Siedler. Wupp, wupp.